Ja, hallo zusammen bei der nächsten Folge Titan Quest. Und ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen gebastelt. Ich weiß nicht, ob das viel bringen wird, weil ich irgendwie bei dem Equipment echt kein Glück habe. Also wenn ich mal irgendwas Gutes finde, dann ist es meistens nicht für meinen Char. Hallo, was ist hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. Ah ja, jetzt geht's weiter. Nie für meinen Char und dann ist das irgendwie doof, finde ich sozusagen. Ach ja, wir sind ja eben gestorben. Das war ja das Thema. Deshalb sollte ich das hier aktivieren. So, die haben uns ja mal eben die Hucke vollgehauen, die Arschlöcher. Also ich habe halt noch ein bisschen an den normalen Widerständen gearbeitet. Allerdings vermute ich mal, dass es jetzt nicht so viel gebracht haben wird. Hallo? Weil ich an Feuer, Eis und Blitz gearbeitet habe und da war kein Feuer, Eis oder Blitz, Schaden im Spiel, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Den Schaden, also ich habe hier einen Speer genommen mit ein bisschen mehr Schaden. Allerdings ist der auch sehr langsam und nicht nur langsam. Habe zwar noch 12% erhöhte Geschwindigkeit eingebaut, aber gut, wir werden sehen. Da fiel mal genau nichts. Was denn? So. Ja, ihr wart das. Ich erinnere mich. Lass das. Ach, scheiß mir fällt gerade was auf. Ich muss mal eben. Und die 5. Warst du das auch eben, der mir so Prügel begeben hat, du blöder Häuptling? Ja, du bist ja auch leveltechnisch dezent überhalb von mir. Gaunerei des Affenkönigs, super. Kommt her. So, auch wieder mehrere Freunde. Ach, hier ist mein Grab. Na, dann kommt mal her. So, den auch noch mal eben hier. Okay, also ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal in Leben investieren. Wenn ihr euch mal eben anschauen wollt, mit 47% Feuer, 66 Eis, 36 Blitz und bei den anderen sieht es halt Gift. Ja, Gift habe ich aber durch den Buff. 61% Blutungswiderstand, aber der Rest sieht eher mal mäßig aus. Und bei den ganzen Sekundären, da müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten, aber gut. Da müssen wir echt mal schauen. Was stehst du denn hier rum, mitten bei den Feinden? Ach, du wirst zu einer Quest, na dann. Und mehr willst du mir nicht sagen. Ich zünd mir jetzt trotzdem die Zigarette an, die gerade ausgegangene, im Dorf gefangen. Na dann. Weil du so böser, böser Raptor. So, und du, was denn jetzt? Du rennst jetzt zu Mami oder was? Na dann. Meine Tochter lebt? Ja. Ach, Fremder, vielen Dank. Vielen Dank. Na dann, Amulett des Überlebens. Und irgendwas bei 20.000 Erfahrungen. Welchen wir natürlich gerne und durchaus mitnehmen. Da haben wir noch einen Gesundheitstrank. Geht's hier jetzt weiter? Erstmal Hallöchen. Ich habe den Eindruck, dass sich der Mehrschaden durchaus auswirkt. Ich kann mich aber auch täuschen.
Kann auch Wunschvorstellung sein. Gut, es war auch der Buff eben an, wie ich gerade gehört habe. Geht es denn hier noch irgendwo hin oder geht es dann da einfach weiter in die Richtung, in die ich mich gerade begeben habe? Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Nein, hier scheint aber Ende Gelände zu sein. Und was ist hier? Aha, ein paar kleine Drachelis. Vom Volksmund auch Raptoren genannt. Lass es. So. Da haben wir noch mehr von den Viechern. Da geht's auch noch mal rein. Na dann. Dann, wenn wir da hinten nicht hingegangen wären, hätten wir das nicht zu sehen bekommen. Ach komm. Na, wo willst du hin? Hammer, Freunde. Blöden Bogenschützen, ey. Dass sie dann noch immer gleich abhauen müssen, wenn man ihnen welche verpellen will. Gut, würde ich vermutlich, wäre ich Bogenschütze, nicht anders handhaben, aber darum geht's hier nicht. Du bist doch ein Magier. Na, ist ja auch nichts gedroppt. Da war aber noch einer und auch ein Knochenhaufen. Sogar zwei. Lass das. Okay. Und super, schon ist unser Buff wieder ausgelaufen. Kampfratten. Ein Korb. Wir bekommen einen Korb. So oder so ähnlich. Nee, ich nehme Crim Dawn morgen auf. Und dann muss ich mal gucken, wie das nachher, ob das mit dem Stream klappt oder nicht. Wow, Feuerblüte, was bist du denn? Eine Rüstung. Aber was genau? Gucken wir uns jetzt mal an. Eine, die wir nicht tragen können, vor allen Dingen, weil sie viel zu viel Intelligenz erfordert. Toll. Ganz toll. Ein Träumchen. Weil 212 Intelligenz? Nein. Feuerschaden hätte es drauf gegeben, Verbrennungsschaden. Das ist aber echt eine typische Magier-Rüstung. Aber war ja klar, dass das nichts für uns sein würde. Es war zu erwarten. Das kenne ich mittlerweile von dem Spiel schon fast nicht mehr anders. Geht's da noch irgendwie rein? Ja, da geht's auch noch mal lang. Oh, ein Bossiger. Na dann. Hey, es ist gut hier, Freunde. Ehrlich. Kannst du dir deinen Scheiß mal sparen hier? Level 41, glaubst du ja alles, nicht? So, Penner. Aber gedroppt hat der Sack dann auch nichts, ne? Abgesehen von den EP, die es gab. War da mal jetzt gar nichts. Ganz toll. Na gut. Haben wir das aber auch erledigt? Und 4000 EP sind jetzt ja auch nicht so schlecht.
So, hier ist nichts weiter, dann geht es eigentlich da hinten runter. Ein schöner Spaziergang durch die grüne Natur mit Vögelgezwitscher und ab und zu mal bösen Monstern. Das braucht der Held von heute. Super, habe ich nicht gesehen, Freunde. Ist jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle komplett überflüssig, wenn ich es genutzt habe, aber hey. Na gut. Hey, Freunde. Was hast du uns dann zu erzählen? Sei gegrüßt, Reisender. Mhm. Hallo. Vor dir liegt die große Mauer, die unser Land vor den Barbarenhorden beschützt. Mhm. Sie hat uns nie im Stich gelassen. Aber gestern überrannte uns ein Heer von Bestien und marschierte ins Hauptland. Na dann. Wir haben solche Bestien schon zuvor gesehen, aber nicht in dieser Anzahl. Aha. Das war ein wahrhaft schrecklicher Anblick. Wir kämpfen noch immer an der Mauer. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich nehme das mal so zur Kenntnis. Der schlimmste Teil der Monsterplage ist... Bla. Also hier geht's nicht weiter, also nur hier hoch. Und eine Mission. Unser Befehl lautet, die Mauer zu befreien. Aber diese Peng machen es uns nicht leicht. Mhm. Ein Riesiger ist beim Wachturm dort hinten aufgetaucht. Mhm. Die Männer wollen ihn nicht bekämpfen. Warum nicht? Wir müssen einfach auf Verstärkung warten. Nein, müsst ihr nicht. Oder nehmt mich als Verstärkung oder wie auch immer. Das wird eh unsere Baustelle. Hallo, Freunde. So, Knochenhaufen. Nehmen wir mal mit hier. So. Okay, das war trocken. Tacken. Ach, du bist schon der Bossige, sehe ich gerade. Hau ab. Lässt du das hinter mir mal? Ach, der braucht jetzt immer neu ran, na dann. So, das hätten wir auch. Müssen wir da jetzt wieder zurück? Ja, wir sollen dem berichten. Dann machen wir das jetzt mal. Dann berichten wir ihn noch mal eben. Da haben wir das nämlich auch ad acta gelegt, die Quest. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit der Endboss ist. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon, weil die Add-ons, die kenne ich nämlich auch noch nicht. Da freue ich mich schon ein Stück drauf, die zu sehen. So. Du, ja, hab ich. Sag mir, wie hast du ihn besiegt? Willst du gar nicht wissen. Ich habe ihn einfach platt gemacht. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Schön über die Mauer. Auf der Lauer, auf die Mauer, nee, wie auch immer, auf der Mauer, auf der Lauer, liegt irgendeine Wanze oder sowas. In diesem Falle lag ein Peng. So, hier geht's weiter mit einer königlichen Truhe, die wahrscheinlich wieder nichts Brauchbares hat. Ja, außer ein bisschen Gold. Eine königliche Truhe mit nur Gold ist aber auch irgendwie ein bisschen frustrating, wie ich finde.
Hey, ihr blöden Pengs. Ach komm. Hey, Freunde. So. Aber es droppt echt nichts, ne? Da ist der nächste Brunnen, aber dann würde ich hier an dieser Stelle auch die Aufnahme beenden. Ja, ihr Lieben, dann sehen wir uns dann in der nächsten Woche. Diese Folge sollte am Freitag kommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.